Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Und jetzt wieder eine schöne runde Story. Wir wollten eigentlich nach Blackwater. Tja, und dann ist wieder alles anders gekommen. Was sagt die Uhr? 15 Uhr, da können wir uns mal was gönnen. Na, wir holen den ganzen Mist hier auch ran. Dann können wir uns hier auch mal bedienen. Im echten Leben ist heute Sonntag, also machen wir heute eher was Entspanntes. Ich hätte ja eigentlich Bock, mich mal... Ich kann Lenny nicht grüßen. So, wo war ich stehen geblieben? Ich hätte eigentlich mal Bock, einen Panther zu jagen. Oh. Und Bill hat hier große Fresse. Habt ihr das gelesen? Kann ich den jetzt verärgern? Also eigentlich hätte das verdient. Oh, da hat einer was. Da will einer was. Hosea. Ach so. Irgendwas gefaselt. So, wir grüßen mal artig ein paar. There she is. Hi, Arthur. Hi, Karen. Hi there, Arthur. Mary Beth. Hey, Arthur. How's it riding? Aha. Not very good. I hear the most wonderful words in my head, and then I ride absolutely poppycock. But I love it. Wegen wird das nicht so, oder? Ah, da gehen wir. Ihm geht's auch so. I was reading some the other day. I ride like a fool. One day I'd love a beautiful fountain pen. Ah. Great desk in a quiet room and to write the most beautiful stories. Well, I can't do much about the stories or the quiet room, but... Jetzt lest er das und aber vielleicht findet er den Stift. Da haben wir jetzt eine Anfrage erhalten. Also, wenn wir einen schicken Füllfederhalter finden, dann können wir den hier abgeben. Kann man das hier irgendwo sehen? Ah, wir müssen noch... Was? 3, 9 Sachen mit Indianertabak hergestellt? Boah, Halleluja. Da müssen wir uns noch um die Grizzlybären kümmern. Aber wisst ihr was? Jetzt machen wir erstmal eine Schatzkarte hier auf. Blackwater kann warten. Tasche öffnen. Ah, was haben wir denn hier? Da haben wir eine Pfeife. Hier haben wir noch einen Federhalter. Federhalter von, ach so, von Jimmy Brooks. Ich glaube, den behalten wir. Dann finden wir noch einen anderen. So. Schatzkarten. Schicks Schatzkarte. Das war hier von dem Vogel da, wo wir die Kohle eingetrieben haben, ne? Nächst, achso, ich dachte, er macht dann die nächste auf. Wahrzeichen des Reichtums. Das klingt doch... Ah. Die kleine Kirche. Falsche Ecke. Achso, kann man da nicht einfach durchblättern? War da gerade unten was? Ah. So, hier. Karte der Jack Hall-Bande. Oh. Das unten ist die abgefackelte Stadt. Ist da was? Das ist... War ich da nicht schon? Da bin ich doch schon abgeschmiert, oder nicht? Müssen wir hier zwei gucken. Auch falsche Ecke. Meine Güte. Was haben wir denn hier? Riskante Schatzkarte. Kommt. Das ist nämlich hier in der Nähe. Das kennen wir aus dem Online-Modus und da zeige ich euch jetzt, wo das ist. Wir nehmen natürlich das Zweitpferd mit. Kann ich noch keine Knarre wechseln hier? Nein, kann ich noch nicht. Und wir müssen Indianertabak finden. Auf jeden Fall die Knarren griffbereit halten hier.
Na, besser die. Heute habe ich sie hier. Hier wächst Schafgarbe. Ja, wir machen heute... Haben wir schon. Wir machen heute mal eine entspannte Sammlerrunde. Passt mal auf. Jetzt geht's erstmal. Hier ist... Wo ist das denn? Wo ist das denn? Da muss das sein. Ich markiere euch das. Da geht's hin. Was haben wir denn da? Riehhühnchen. Wir müssen ja noch alles Mögliche einsammeln hier und scannen. Untersuchen, sammeln. Da ist ein Lagerfeuer. Das sagen wir doch mal kurz Hallo, oder? Keiner. Also wenn wir das jetzt hier uns bedienen, yep, dann gibt es Ärger. Dann taucht der nämlich auf und das machen wir nicht. Wir wollen keinen Stress. Ich da eine Bisamratte? Da ist sie. Aber die ist auch nicht perfekt. Wir holen uns jetzt. Oh, oh. Again, I know. Listen, I know what this looks like, but you got to help me out again. Ja, nimm die Finger da weg. Yes. Relax. Oh, again. Yes, praise the Lord. Thank you. I tell you, friend, I'm about more broke than last time, but well, I heard something you might like. There's a fella told me about a big farmhouse out in the middle of nowhere. Loaded up with valuables, ripe for the taking. Okay. If you're in Rhodes, you head north and then east. There's a fellow there who raises pigs. Oh. I look like a thief or something? Or something, maybe. I don't know. It doesn't matter to me. I'd keep out of sight a while. Seems like you're a prime target. You said it, friend. Okay. Also wieder ein Tipp gekriegt für einen Überfall. Apropos Überfall. Erstmal das Pferd füttern. Wir kommen jetzt an einer Brücke vorbei. Da sollten wir vorbereitet sein, das kann ich euch sagen. Was füttern wir denn dem Pferdchen hier? Mal so einen Apfel. Meine, die Brücke kommt hier. Und hier müssen wir ein bisschen Ausschau halten. Weiß nicht, ob hier Indianertabak wächst. Na super. Wir können ja alles gebrauchen, ne? Also ist aber wirklich so. Ich finde... Gerade in der Story lässt man nichts liegen. So, hier kann man überfallen werden. Aber vermutlich nicht, wenn da ein Wagen kommt. So, und jetzt sind wir da, wo wir hinwollen.
überlege gerade, hatte ich nicht an Arthurs Hütchen letztens so Schmuck gepackt? So, und hier, ich zeige es euch nochmal eben. Da sind wir. Und da holen wir uns jetzt den Schatz. Irgendwie hier runter, hier rein. Und jetzt hänge ich fest. Hä? Muss doch hier irgendwo hochgehen. Da jetzt aber. Warum geht der da nicht hoch? Da. So. Ich mag die Kameraeinstellung nicht. Und hier dachte ich, wäre der Schatz. Da ist es. So. Dokument untersuchen. Klappt gerade nicht. Warum nicht? Aha. Oh, das ist auch. Das ist ganz hoch im Norden. Zeige ich euch auch. Können wir vielleicht noch gar nicht sehen. Doch, hier ist das. Wenn wir den Kollegen einsammeln, dann werden wir hierhin reiten. Und hier ist das. Aber jetzt gucken wir uns erstmal hier nochmal um, in dieser Gegend hier. Denn ich bin mir ziemlich sicher, da finden wir Indianertabak. Da finden wir Grizzlybären. Da machen wir heute eine reine Entdeckertour. Wie gesagt, Blackwater kann warten. Und das andere Pferd will ja gar nicht, ne? Come on, girl. Yep. Immer artig grüßen, Ehre hochhalten. Und bereit sein, falls hier irgendwie was auftaucht. Wie gesagt, für alle, die den Online-Modus kennen, werden sich hier auskennen. Und jetzt werden wir hier ein bisschen was pflücken, hoffe ich. Thymian haben wir genug. Oh, ein Hirsch. Oh, den hätte ich ja gerne, ne? Aber hier muss man echt aufpassen. Denn ich finde gerade am Anfang, wenn man das Spiel spielt, es ist viel schwieriger, perfekte Tiere zu finden und sie auch ordentlich zu treffen. Das andere Pferd will gar nicht. Also gut, hier weiß ich ja, hier in der Gegend finden wir Indianertabak. Aber nichtsdestotrotz werden wir jetzt erstmal gucken, was hier noch so wächst. Oh, nochmal Igelkraftwurz. Rebhuhnbeere. Wird es dunkel. Noch mehr davon. Schneeglöckchen. Oh
jetzt wird's aber mal richtig dunkel hier. Möhren können wir immer gebrauchen. Dann checken wir mal noch was anderes. Da waren wir, glaube ich, schon, ne? Ah, wir werden uns hier aber ordentlich umgucken in der Gegend. Okay, my girl. Yep. Und hier definitiv die Knarre raus, das kann ich euch sagen. Gefühlt den Bären schon riechen. Was wächst hier? Noch mehr Möhren. Ah, ich mag diese Ruhe in der Story. Die leichte musikalische Untermalung. Also, da höre ich ihn auch schon. Da könnt ihr ihn hören. Da hinten steht er. Gucken wir aber. Nö. Bin mir auch ziemlich sicher, dass hier irgendwie eine Axt oder so noch steckt irgendwo. Fragt sich nur wo. Oder haben wir die schon geholt? Ich spiele die Story zu selten. Da ist es, glaube ich. Ich spiele die Story zu selten. Da. Zeige ich euch auch. Genau hier. Da gibt's an und für sich ein schönes Beil. Doppelklingbeil. So. Und jetzt holen wir uns den Bären. Wenn er noch da ist. Hab ich den jetzt verloren? Könnte der vielleicht mal aufs Pferd steigen? Will er nicht. Let's go, girl. Da ist er doch, oder? Ja. Der war doch gerade noch hier. So. Ist zwar nichts von der Qualität her, aber wir nehmen es erstmal mit. Drei Stück brauchen wir. Deswegen schauen wir uns jetzt hier noch ein bisschen um. Für alle, die online spielen, hier gibt es jetzt keine Harriet in der Nähe, die sich beschwert. Gehen wir noch nicht. Jetzt kann ich sie scannen, das gibt's doch nicht. So. Jetzt kennen wir auch das. Und das andere denn? Ja. Das kennen wir alles. So, hier sind wir wieder bei der netten Familie Watson. Oder wie die heißen. War ich da schon? Nein. Ja, das sollten wir aber in der nächsten Folge machen.
Da können wir die nämlich schön abräumen, die Kollegen. Und da kriegen wir dann auch eine schicke Waffe. So, und irgendwo da drüben. Da wächst Indianertabak. Ziemlich sicher. Da wächst doch schon was. Deswegen bleiben wir jetzt hier noch ein bisschen in der Gegend. Da hinten Richtung Trapper gibt es auch einen Puma. Da wächst noch mehr. Und das brauchen wir ja auch. Prinzipiell brauchen wir aber auch noch ein perfektes Wapiti. Aber klar, das ist jetzt nicht perfekt. Was haben wir denn hier? You there. Oh, ein paar Schwarzbrenner. Can I have a word? Okay, listen. We got something here. Aha. Maybe you can help. We'll make some moonshine, okay? But our last batch was terrible. Set your teeth on edge. With the right ingredients, maybe. Listen, you fetch us some, maybe there's something in it for you. A reward. What do you think of that? Sounds easy enough, sure. Wild tobacco might be nice. Earthy. Das haben wir gerade gesammelt, ne? I have some on me, turns out. Go ahead. Throw them into the mixture and we'll see how it turns out. Na super. Gerade gesammelt, schon ist es weg. Zwei Stück, ich dreh durch. Well, schade, das Pferd können wir nicht untersuchen. All right, darling. Let's give this a taste. Ja, komm, haut rein jetzt, Jungs. Wir haben es eilig. Oh, well, it isn't the tastiest, but I do get a kick after drinking this. Very nice, huh? Why don't you rest up? We'll brew a big batch of this later. Hey, listen. If there's any drink finer than ours, it's what's in that chest over there. Take it. Enjoy it, okay? Oh, well, thank you. Da bedienen wir uns doch, oder? Ja, schließlich zwei Polen weggekommen. So. Da sagen wir noch nicht nein, oder? Können wir die grüßen? Ja. Well, I'll see you, boys. Happy drinking. Yeah. All right, then. Ja, den guten Indianertabak schon wieder los. Schade, schade. Schickes Pferd. Ja, dann. Let's get... Denke ich, sollten wir gleich mal ein Lager aufschlagen. Wie spät haben wir... Boah. Auf jeden Fall. Perfektes Kojotenfell, ne? Kann man gebrauchen. Es gibt's doch nicht. Und
das mit der Knarre. Ja. Was wächst hier? Da. Das sammeln wir jetzt auch noch ein. Was hat denn? Okay, davon haben wir genug. Auch genug, gibt's ja nicht. Tja, dann schlagen wir das Lager auf. Und gucken mal, ob wir noch was mit Indianertabak herstellen können. Da ist es. Indianertabak. Ginseng, Salbei. Unglaublich. Da müssen wir hier in der Gegend noch ein bisschen bleiben. Denn auch hier wächst Salbei. Noch eins herstellen können wir nämlich nicht. Ja, können wir ja mal was machen, ne? Ein bisschen Tierfett haben. Verbesserte Wurfmesser. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Dicke, das brauchen wir alles nicht. Im Ginseng das schnell. Und Salbei. Das müssen wir uns alles ein bisschen einteilen. Ich würde sagen, wir pennen mal einmal bis Mittag. Dass wir hier mal ausgeruht ist. Dann speichern wir. Und dann schauen wir mal, was wir in der nächsten Folge machen. Aber hier werden wir uns jetzt erstmal ein bisschen aufhalten. Ich zeige euch das nochmal eben. Hier ist das. Da werden wir Indianertabak sammeln, damit wir diese Herausforderung erledigt bekommen. So. Das war die weitere Folge der Story am Sonntag. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.